Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Eigentlich wollte ich heute ein Video in der Trainingshalle machen, aber es war zu heiß, wir waren so durchgeschwitzt, ja, bei 38 Grad. Jetzt ist immer noch 33 Grad, ja. Und habe ich mir gedacht, na, das mache ich dann, wenn ich nach Hause gekommen bin, geduscht habe und mir ein bisschen ausgeruht hat. Und jetzt mache ich ein Video für euch, ja, für alle die Fragen. Es ist jetzt in Juni, Juli, August kein Training mehr möglich. Erst ab September, Oktober, da ist auch viel angenehmeres Wetter als jetzt über die Ferien, eventuell erste Woche in November, aber auch da sind schon viele Termine weg. Das heißt, die schnellsten sind dabei. Es gibt Termine, was mir die Frau gestern gesagt hat, wo zwei, drei Leute drauf warten, bis die hoffen, dass der eine absagt und doch nicht einzahlt und dadurch reserviert und bis der nächste kommt. Ja, so ist es einfach. Ja? Und man merkt das auch bei meinen jetzigen Schülern, aber dazu komme ich noch. Ich würde euch heute nur ein kurzes Video machen, weil ich merke, dass in der letzten Zeit, dass den Leuten, uns allgemein, euch da draußen, irgendwie zu viel Angst gemacht wird, vor allem auch mit dem Krieg. Russland, der böse Russe, greift jetzt alle an, der Putin dreht durch und drückt den roten Knopf und zerbombt die ganze Welt und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, Leute, dass es so weit ist. Und sag, dass es so weit kommt, und ich sage euch auch, von was ihr mehr Angst haben solltet, ja. Erstens einmal, das mit dem Krieg, das glaube ich einfach nicht, ja. Und ich habe hier auch mit schon vielen Leuten geredet und schaue ich auch die Medien hier in Serbien, wo so Wissenschaftler, Professoren und so, alle sagen, dass es sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist, dass es zu irgendeinem Atomkrieg kommen würde, dass wir uns da irgendwie zerbomben und im tiefsten Mittelalter, beziehungsweise in eine Zeit, wo dann nur noch Winter herrscht und wo keiner mehr überleben kann oder so. Ich glaube nicht, dass das Ziel wäre. Ich glaube nicht einmal, dass, beziehungsweise ich glaube, dass sogar auch der Krieg, genauso wie die Pandemie, alles irgendwie vorher schon ausgemacht worden ist. Aber vielleicht ist das so in meinem Kopf nur. Aber ich glaube den Medien gar nicht, ich glaube den Politiker auch nicht. Und man weiß, in der Politik passieren keine Zufälle. Ich wollte euch nur sagen, bevor ich zu den Hauptpunkt komme, lasst euch einfach nicht so viele Ängste in euren Kopf einpflanzen. Ihr müsst jetzt Bunker bauen, ihr müsst jetzt Horten von Essen horten, Mengen, und ihr müsst euch vorbereiten, ihr müsst das Buch von dem kaufen, diese Ausbildungskurs von dem, ihr müsst dies und jenes, und wir werden das alle wahrscheinlich nicht überleben, ihr müsst viel ins Krypto investieren, ihr müsst dies und jenes. Leute, das glaube ich nicht, dass ihr das alles braucht, ja. Meine Meinung nach, weil wenn manche sagen, ja, du musst aber auch den Leuten Ängste durch deine Videos. Ja, aber das ist ein großer Unterschied, weil das, wo auf diese Videos, die ich reagiere, die sind schon passiert. Es ist noch keine Atomrakete irgendwo auf Deutschland gefallen oder sonst irgendetwas, ja. Oder die Amis haben es und die Russen haben es und die alle ganze Welt ist zerstört, das ist noch nicht passiert, ja, aber diese ganzen Angriffe, die passieren tagtäglich. Gerade heute habe ich gelesen, wieder in Traiskirchen in Österreich, Kinder sexuell belästigt wurden, geschlagen von irgendwelchen Asylanten. Jeden Tag ließ man Frau im Park angegriffen, Frau mit Messer, mit Katamesser abgestochen, Polizisten getötet und so weiter. Meiner Meinung nach ist das wahre Problem. Wir sollten in diese Richtung uns wehren und ausgebildet sein. Es würde reichen, wir brauchen keinen atomaren Krieg, Leute. Wir brauchen, oder uns würde reichen, oder den meisten von Leuten da draußen, wenn es einen Tag nicht zum Essen gibt. Wenn ein Tag kein Strom gibt, oder zwei Tage, oder wie auch immer. Das würde schon einmal reichen, dass die Leute durchdrehen. Wenn sie kein Geld haben, die wollen zum Bankomat gehen, dürfen sie aber nichts kaufen, weil die Bankomaten sind gesperrt. Wenn die Leute nichts zum Essen haben, aber da draußen warten irgendwelche Idioten, die nur auf solche Zeiten warten, bis die irgendwelche Randale provozieren, bis sie irgendwelche Leute abschlachten, bis sie irgendwelche Unruhen stiften, bis sie Fensterscheiben einschlagen und klauen und dies und jenes. Das heißt, dass wir uns in eine Anarchie stürzen. Manche würden das erwarten oder nur auf das warten. Ja? Und da, auf so ein Szenario, sollte sie eher vorbereitet sein, als so wie in dem Film The Purge oder so irgendwie heißt das. At the siren, all crime, including murder, will be legal for 12 hours. There's a lot of good people out there who we're gonna have to protect. All emergency services will be suspended. We gotta be prepared for anything. Eher auf so ein Szenario, ja,
als dass wir uns warten, Bunker bauen und diese Leute, wenn es so zu so etwas kommen sollten, dass irgendwo eine Bombe einschlägt, Atombombe, hast du sowieso nur ganz wenige Stunden, bis es komplette Ausgangssperre wird. Das wäre wie so ein Lockdown, wo du gar nicht mehr rauskommst, du kommst auch über keine Grenze mehr hinaus. Und normale Menschenverstand, das wissen wir eh, dass es besser ist, irgendwo an Land leben, weil wenn es zu irgendwas kommen sollte, und nicht direkt neben einem Stand, in einem Ort, sondern je tiefer, je weiter, desto besser. Das weiß man schon auch. Während der Corona oder so weiß man auch, wusste man auch, dass man besser in irgendwo am Land aufgehoben ist. Hier in manchen Ortschaften haben die Leute nicht einmal gewusst, dass es überhaupt Corona gibt. Ja? Obwohl hier die Maßnahmen nicht einmal gab, solche wie bei euch in Deutschland. Mir ist auch wichtig, wenn die Schüler hier kommen und viele haben auch wirklich Erfahrung, die haben im Leben viel erlebt und war es nicht immer einfach und ich will nicht jetzt genau ins Detail gehen, aber wenn sie dann zu mir kommen, sind oft komplett überfordert. Die haben oft gedacht, Marek, ich habe gedacht, ich kann was. Ich habe gedacht, ich kann mit diesen, egal ob das jetzt eine Axt ist, okay, das ist nur ein Tomahawk, ja. Eigentlich mit diesen Tomahawk können sie wirklich gut trainieren, Leute. Das sollte das unbedingt zulegen. Aber auch wenn ich sie mit Messern angreife oder mit irgendwelchen Gegenständen, zum Beispiel Rucksack in die hat oder irgendeine Holzlatte oder irgendein Besenstiel oder irgendein Stuhl oder so, frage ich sie, ja, wie würdest du dich jetzt verteidigen, wenn ich dich jetzt angreife? Die meisten von denen würden komplett falsch reagieren oder sind komplett mit diesem Druck, den ich ausübe, meine Vorgehensweise, komplett überfordert. Und das ist das Problem, was ich auch bei den Polizisten kritisiert habe. Die sind nicht gewohnt, dass jemand diesen Druck ausgeübt hat. Deshalb, wenn sie jemand angreift, ein, zwei Schritte nach hinten, sind schon umgefallen. Und das Schlimmste, was du willst, ist am Boden landen, wenn du irgendeinen Angreifer vor dir hast. Rede ich gar nicht von Messer. Das heißt, Leute, meiner Meinung nach, diese Ängste sind berechtigt, weil man sieht, tagtäglich passieren Massenvergewaltigungen, Messerstechereien bis zu 60, 70 pro Tag und so weiter. Viele Anschläge, Prügelereien und so weiter werden nicht mal aufgezeigt, weil es da schon so viel wäre, dass es nicht mehr normal wäre. Sogar das, was sie erlauben, ist schon viel zu viel, geschweige davon, was nur in den kleinen Zeitungsanzeigen steht, irgendwelchen kleinen Zeitungsartikeln oder wie auch immer. Deshalb, Leute, ich merke das auch bei meinen Schülern, die sind nicht bereit. Viele sind auch hier psychisch nicht bereit und die sagen, Marek, deshalb bin ich zu dir gekommen, weil du uns nicht nur
physisch auf andere Level bringst oder von dem Nahkampf, sondern auch hier psychisch, ja, weil ich bin der letzte Trainer, der zuerst einmal sagt, du musst immer abwarten, du musst immer mildeste Mittel, du musst immer dies und jenes. Wenn du solche hemmungslose Vollpfosten vor dir stehen hast, dann helfen dir keine mildesten Mittel. Da hilft dir einer Armlänge Abstand. Da hilft dir nicht, wenn draußen irgendwelche Ausschreitungen gibt oder Unruhen, dass du jetzt so mit so einer Einstellung, ich will nicht den Aggressor wehtun, ich will nicht in Knast landen, ich will nicht dies und jenes, dann hast du schon verloren. Du wirst das auf der Straße nicht überleben. Und das versuche ich den Leuten hier auch klar machen. Das gehört zu der Ausbildung. Ob das manche gut finden oder nicht, ist mir komplett egal. Aber das ist einfach die Realität. Und die meisten Instruktoren, die die Realität noch nie auf der Straße gespürt haben, die wissen nicht, wie sich das anfühlt. Die wissen nicht, wenn du dich irgendwo einmischst, um jemandem zu helfen, dass du selber getötet werden kannst oder geschlagen werden kannst oder wie auch immer. Die wissen nicht, wie man mit diesen Ängsten umgeht und so weiter und so fort. Ich habe hier in Serbien auch mein Instruktor, der Soldat, der jetzt die Leute hier ausbildet dieses Jahr, und auch der Chef von der Schießbahn, haben mir so viele Storys erzählt, wie damals es war, wie der Krieg ausgebrochen ist, noch damals in Ex-Jugoslawien. Und dass du deinen Nachbarn, mit dem du jahrelang gelebt hast, auf einmal steht er vor deiner Tür und will dich töten, will deine Frau vergewaltigen oder will dein Proviant haben, was du gehortet hast. Weißt du, dass du Waffen zu Hause hast, weil du alles ausgeplaudert hast und so weiter und so fort. Vor solchen Ausnahmesituationen solltest du dich schützen oder vorbereiten und im Notfall wissen, welche sind deine Freunde, mit, auf die du zählen kannst, die du auch mitternach anrufen kannst. Nicht auf irgendeinen Nachbar, der sich nur schön macht, wenn du zu ihm zu Besuch kommst, dann wenn du die Tür zumachst, schlagen sie die Köpfe ein mit der Frau und so weiter. Auf solche Szenario solltest du dich vorbereiten. Nicht, was ist jetzt, wenn der böse Russe jetzt mit einer Bombe kommt und zerbombt halbe Welt und so weiter. Ich glaube, das ist viel realistisches Szenario. Warum? Weil das gerade passiert. Wann haben wir früher gebraucht, vor den Weihnachten, irgendwelche so Betonpfeiler oder Posten und Polizisten mit Automatwaffen? Wann haben wir das früher gebraucht? Wann haben wir Polizeischutz gebraucht vor Synagogen und Kirchen? So wie voriges Jahr hier in Wien, ich bin jetzt in Serbien, wie in Wien. Und dann haben sie die Leute verhaftet, wir wollten Stephansdom in die Luft jagen. Und viele, viele andere Sachen. Leute, die wir ins Land eingelassen haben, die nicht mit unserer Denkweise, mit unserem Leben, wie wir das Leben führen, einverstanden sind. Die wollen uns einfach verändern, die wollen uns einnehmen oder am besten aus eigenem Land vertreiben. Für solche Leute sollten wir gewappnet sein. Wir sollten auf unsere Frauen aufpassen, dass auch die Frauen endlich anfangen zu denken. Ja? Anfangen zu trainieren, weil auch eine Frau hat Chancen. Aber nicht so, wie mir oft hier Frauen hier herkommen und dann packe ich sie und sage, verteidige sie und sie fängt an, irgendwas zu drehen oder hebeln, anstatt ihn sofort eine zu knallen und ihn vernichten. Viele Menschen sind einfach komplett realitätsfremd, Leute. Ja? Und es ist ganz, ganz auch wichtig, wenn ihr eine Veränderung wollt, dann müsst ihr auch nachdenken, nächstes Jahr bei den Wahlen, wo ihr das richtige Kreuz wählt, ja? Und nicht macht's, ja? Und nicht dann glauben, oh, das ist vielleicht kleinere Übel, ich wähle diese Partei und dann brauchst du euch nicht wundern, wenn ihr genau das gleiche Chaos auch in den nächsten Jahren weiter in diese Level bleibt, beziehungsweise es wird sich wahrscheinlich noch steigen. Ihr wisst genau, was ich meine, was ich damit sagen will. Deshalb lasst euch nicht so viele Ängste vom Krieg, von dies und jenes in euer Kopf einpflanzen. Diese Ängste bzw. Videos, was ich hier verbreite, das ist die Realität. Und Leute, die das verharmlosen oder sagen, das sind Einzelfälle, denen ist sowieso nicht zu helfen. Das sind einfach mediengesteuerte, gehirngewaschene Marionetten. Denen kann man eh nicht helfen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt stark und gesund. Ciao, euer Marek.